Hallo, herzlich willkommen zum nächsten und gleichzeitig auch letzten Video über die Komponente SD in SAP ERP. In diesem Video werden wir uns nochmal Details der Komponente SD anschauen. Insbesondere werde ich auf zwei Themen eingehen. Zum ersten werden wir uns anschauen, wie Stornos von Belegen durchgeführt werden können. Das ist auch nichts, was SD-spezifisch ist, sondern das ist eigentlich die allgemeine Vorgehensweise in einem SAP-ERP-System zum Korrigieren von Fehlern, weil ein Beleg eben nicht gelöscht werden darf. Danach wird dann die Rekapitulation des Praxisfalls SD1 durchgeführt. Da schauen wir nochmal zusammen auf die Belege, die erzeugt wurden, und ich gehe nochmal auf ein paar Details ein. So, das erste Thema ist jetzt das Storno von Belegen in SAP ERP. Ich habe dazu einen Beleg vorbereitet. Das ist ein ganz normaler Terminauftrag, wie wir ihn schon häufiger gesehen haben. Und diesen Terminauftrag habe ich einfach komplett bis zu Ende bearbeitet. Also, wenn wir uns diesen Terminauftrag anschauen und insbesondere den Belegfluss hier, dann sehen Sie im Belegfluss, dass der Buchhaltungsbeleg ja ausgeziffert ist. Somit wurde also schon der Zahlungseingang gebucht zu diesem Beleg. Wenn wir jetzt versuchen würden, diesen Beleg zu ändern, würde Folgendes passieren. Ich versuche hier mal in den Änderungsmodus zu gehen. Ja, ich bekomme den Hinweis, dass ich Folgebelege beachten soll. Und wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel versuche, was an dieser Position zu ändern, ja, kriege ich den Hinweis, also keinen Hinweis, das ist insbesondere sogar eine Fehlermeldung, dass das nicht funktioniert, weil die Position schon beliefert wurde. So, das heißt, um in diesem Beleg was zu ändern, müsste ich jetzt die nachfolgenden Belege stornieren. Gehen wir nochmal in die Belegübersicht. Wir sehen hier, es gab einen Buchhaltungsbeleg, der durch eine Fakturierung erzeugt wurde, und dieser Buchhaltungsbeleg ist ausgeziffert. Wenn wir uns den Buchhaltungsbeleg anschauen und einen Doppelklick auf diese Position machen, dann finden wir hier den zugehörigen Ausgleichsbeleg. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, um Änderungen vornehmen zu können an diesem Beleg, ist, dass wir quasi den Prozess rückwärts durchführen, dass wir die Belege vom Ende zurück stornieren. Was wir zuerst stornieren müssen, ist eben dieser gebuchte Zahlungseingang zu dieser Rechnung. Unterhalb des Rechnungswesens im Finanzwesen, da finden wir Beleg, und da gibt es eine Transaktion zum Zurücknehmen eines Ausgleichs. Die wählen wir jetzt mal aus. Wir fügen hier den Ausgleichsbeleg ein, den wir gerade ermittelt haben. Wir könnten jetzt über diese Druckknöpfe uns noch angucken, auf was sich dieser Ausgleichsbeleg bezieht. Zum Beispiel auf welches Konto. Das ist das Debitorenkonto mit dieser Nummer. Oder zu welchen Posten. Ja, das ist genau diese Zahlung. Und wenn wir das jetzt speichern, bekommen wir die Information, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Wir können nur den Ausgleich zurücknehmen. Wir können aber zusätzlich auch den Storno durchführen. Damit ist dann auch dieser Ausgleichsbeleg storniert. Das werden wir so machen. Muss nur einen Stornogrund eingeben. Nehmen wir den ersten. Der Buchungsdatum ist heute. Und damit wurde ja dieser Ausgleich zurückgenommen. Wie sieht das Ganze jetzt in unserem Beleg aus?
Wenn ich mir jetzt wieder diesen Kundenauftrag anschaue, dann sehe ich hier, dass dieser Buchhaltungsbeleg jetzt nicht mehr ausgeziffert ist. Also, wir haben die zugehörige Ausgleichsbuchung zurückgenommen. Wenn wir jetzt das entsprechend auf unseren Konten anschauen, ich gehe jetzt mal auf das Debitorenkonto. Wir schauen das Konto dieses Debitors an. Wir sehen jetzt Folgendes. Zum einen ist die Faktura mit dieser Belegnummer nicht ausgeglichen. Die ist hier noch rot markiert. Zum anderen sehen wir, dass es hier einen Zahlungseingang gibt mit dieser Nummer. Das ist der, den wir gerade storniert haben. Und dazu gibt es eben eine entsprechende Stornobuchung. So, was wir jetzt damit geschafft haben, unser Buchhaltungsbeleg ist nicht mehr ausgeziffert, also wir haben die Zahlung gelöst von dieser Faktura. Und was wir jetzt machen können, wir könnten zum Beispiel die Faktura stornieren. Das tun wir jetzt auch einmal, dann sehen wir nämlich sogar auch, was hier im Belegfluss, dann würden Sie erkennen, wie so ein Belegfluss aussieht, der auch eine Storno von einem Beleg enthält. Um das zu tun, kopiere ich mir hier einmal die Belegnummer. Und jetzt suchen wir uns die entsprechende Storno-Transaktion. Die Storno-Transaktionen findet man üblicherweise in der Nähe der Transaktionen, mit denen ursprünglich der Beleg angelegt wurde. In unserem Fall war das die Fakturierung von einem Auftrag in der Komponente Vertrieb. Und da schauen wir jetzt mal rein. Unterhalb Vertrieb finden wir die Fakturierung. Da finden wir die Faktura und hier gibt es auch die entsprechende Transaktion zum Stornieren. Die wenden wir jetzt mal an. Der Beleg, den ich gerade kopiert habe, ist schon vorbelegt. Wir können ein Storno-Datum angeben. Jetzt sehen wir hier eine Übersicht, was passieren wird. Es gibt eben die Faktura und die Storno dazu. Und das Ganze speichern wir jetzt. Und damit ist die Faktura storniert. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Im Belegfluss unseres Auftrags sehen wir jetzt, dass der ursprüngliche Fakturabeleg erledigt ist und der zugehörige Buchhaltungsbeleg ausgeziffert. Wieso ist der ausgeziffert? Weil wir die Storno-Rechnung gebucht haben und diese Storno diese Faktura storniert hat. So, also wir können jetzt jederzeit in diesem Fall im Kundenauftrag nachvollziehen, was passiert ist. Und das Gleiche würden wir natürlich auch auf den Konten sehen. Wenn wir uns jetzt das Konto des Debitors nochmal anschauen, dazu müssen wir wieder ins Finanzwesen, in die Debitorenbuchhaltung. Und was wir jetzt hier sehen, ist auch auf den Konten dieses entsprechende Storno. Wir hatten zuerst die Zahlung des Debitors, die wurde korrigiert durch diesen Beleg, das ist einfach ein Debitorenbeleg in der Buchhaltung. Und jetzt hatten wir die Buchung, der Buchhaltungsbeleg, der aus der Faktura stammt und der wurde entsprechend mit diesem Debitorenbeleg korrigiert. So, und wenn das stimmt, dann sollten wir jetzt auch die Details hier in diesem Beleg sehen. Also wenn wir uns den anschauen, dann kennen Sie hier den Ausgleichsbeleg und das ist genau der, der aus den Buchungen des Stornos kommt. So, und damit haben wir gesehen, wie man Belege in SAP ERP löschen kann, nämlich gar nicht. Man kann die immer nur ändern, wenn man die entsprechenden Storno-Transaktionen durchführt. Im Allgemeinen ist das immer dann der Fall, sobald ein Beleg Auswirkungen aufs Finanzwesen hat. Ja, sobald irgendwas auf Konten gebucht ist, können Sie den nicht mehr ändern oder löschen, sondern dann müssen Sie mit den entsprechenden Storno-Transaktionen arbeiten.
Im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt im Detail an, welche Buchungen, welche Belege Sie erzeugt haben, als Sie den Praxisfall SD1, also den Praxisfall einer Retourenanlieferung, bearbeitet haben. Ich habe hier nochmal die Übersicht des Prozesses dargestellt. Den oberen Teil kennen Sie schon. Das ist einfach der ganz normale Kundenauftragsprozess. Im unteren Teil ist jetzt der Retourenprozess dargestellt. Was Ihnen vielleicht aufgefallen ist im Rahmen der Bearbeitung dieses Prozesses, ist, dass Sie die Belege, die Sie für den Retourenprozess benötigt haben, mit den gleichen Transaktionen angelegt haben wie die Belege im Kundenauftragsprozess. Im Kundenauftragsprozess haben Sie einen Kundenauftrag mit der Transaktion VA01 angelegt. Genauso haben Sie einen Retourenauftrag mit der Transaktion VA01 angelegt. Im Kundenauftragsprozess haben Sie eine Auslieferung zu dem Kundenauftrag angelegt mit der Transaktion VL01N. Die gleiche Transaktion haben Sie auch verwendet, um eine Anlieferung zum Retourenauftrag anzulegen. Das ist mein Kundenauftrag, zu dem ich den Retourenauftrag erstellt habe. Ich gehe mal in die Belegübersicht und da sehen wir hier den Retourenauftrag. Den können wir uns jetzt anzeigen. Und wenn Sie sich erinnern, dann haben Sie diesen Retourenauftrag mit einer abweichenden Belegart angelegt. Zum Anzeigen der Belegart springe ich einmal auf den Kopf. Der Retourenauftrag hat die Auftragsart oder Belegart RE für Retoure. Ja, wir schauen uns hier mal an, welche Eingabemöglichkeiten es gibt. Sie sehen, es gibt hier eine ganze Liste von verschiedenen Auftragsarten. Der Retourenauftrag hat eben RE, der klassische Kundenauftrag, den wir verwendet haben, hat die Auftragsart, die Belegart TA. Und was macht jetzt diese Belegart? Über die Belegart ist gesteuert, wie der Prozess im SAP-ERP-System abläuft. Im Detail steuert die Belegart verschiedene Themen. Die steuert zum einen, welche Felder Ihnen angezeigt werden. Also über eine Belegart kann man steuern, dass bestimmte Felder in einem Auftrag dargestellt werden oder auch nicht. Über die Belegart wird außerdem gesteuert, was Muss-Felder sind. Ja, also Sie können festlegen, abhängig von der Belegart, dass bestimmte Felder gefüllt sein müssen und andere auch wieder nicht. Und über die Belegart wird eben auch gesteuert, wie der Prozess läuft, wie der Prozess durchgeführt wird. Also darüber wird zum Beispiel gesteuert, dass zu einem Retourenauftrag nur eine Anlieferung angelegt werden kann und keine Auslieferung. Also eine Auslieferung kann ich nur zu einem Terminauftrag anlegen, eine Anlieferung nur zu einem Retourenauftrag. Zu jedem Belegart gehört außerdem auch ein Positionstyp. Das ist in unserem Fall hier der Positionstyp REN. Der Positionstyp REN steht für eine Normalposition. Abhängig von der Auftragsart gibt es verschiedene Positionstypen. Ja, um Ihnen das zu zeigen, lege ich jetzt einfach einen Terminauftrag an. Für einen Auftraggeber, ich nehme mal den 25.000. Und es geht hierbei um den Positionstyp. Ansprechpartner auswählen. Irgendjemand hat hier mehrere Ansprechpartner angelegt. Jemand hat also nicht aufgepasst in unserem System und hat den verkehrten Auftraggeber verwendet. Jetzt irgendein Material und eine gewisse Auftragsmenge dazu. Das ist das, was ich schon kenne. Was Sie sehen, ist, dass standardmäßig hier der Positionstyp Normalposition ausgewählt wurde. In einem Terminauftrag gibt es aber noch andere Positionstypen. Es gibt zum Beispiel eine kostenlose Position. Was passiert, wenn ich diese auswähle? Also, das mache ich jetzt mal. Ich setze hier den Positionstyp auf kostenlose Position. Wir sehen, wir bekommen den Hinweis, dass eine neue Preisfindung durchgeführt wurde. Und es kommt zu dem Ergebnis, das man erwarten würde vom Namen des Positionstypen. Der Nettowert geht auf 0. Die Position ist kostenlos.
Und das sind eben die zwei Ebenen der Steuerung, die Sie in so einem Auftrag haben. Über den Belegart kann der nachfolgende Prozess gesteuert werden. Innerhalb eines Belegs kann über den Positionstyp gesteuert werden, wie mit einer Position umgegangen wird. Ob das zum Beispiel eine kostenlose Position ist oder eine normale Position. Es gibt zum Beispiel auch Textpositionen, die dann nur einen Text enthalten. So, nachdem wir das gesehen haben, wissen Sie jetzt auch, warum eben mit den gleichen Transaktionen unterschiedliche Arten von Aufträgen, von Belegen angelegt werden können. Das wird gesteuert über die Belegart. Und warum sich diese Transaktionen abhängig von der Belegart unterschiedlich verhalten. Analog zur Rekapitulation des Kundenauftragsprozesses werden wir uns nun die Belege anschauen, die im Rahmen der Retourenbearbeitung Buchungen in den Konten ausgelöst haben. Welche Schritte in dem Retourenprozess haben jetzt eine Auswirkung auf das Finanzwesen? Das sieht man in der Grafik genau. Das sind diese, die hier irgendwie einen Beleg im Finanzwesen erzeugen. Konkret ist das die Umbuchung, die Sie durchgeführt haben. Die haben Sie erst ganz am Ende des Prozesses durchgeführt. Die ist in meiner Grafik hier nach vorne gestellt. Die Debitorengutschrift und der Zahlungsausgang. So, die werden wir uns jetzt Schritt für Schritt anschauen. Also, wir fangen an mit dem ersten Beleg, der eine Auswirkung auf das Finanzwesen hatte. Das war die Debitorengutschrift. Ja, um diesen Beleg zu finden, gehen wir jetzt wieder über die Belegübersicht in unserem Kundenauftragsprozess. Im Belegfluss erkennen wir jetzt im unteren Teil, nämlich hier, alles das, was sich mit der Bearbeitung der Retoure zusammenhängt. Ja, und da sehen wir auf der untersten Ebene, dass es hier eben einen Buchhaltungsbeleg gibt, der für die Retourengutschrift erstellt wurde. Und der Buchhaltungsbeleg ist ausgeziffert. Das heißt, er wurde ausgezahlt. Wir schauen uns jetzt zuerst den zugehörigen Buchhaltungsbeleg an. Was ist hier passiert? Es gab eine Habenbuchung auf dem Nebenbuchkonto von The Bike Zone. Es gab eine Sollbuchung auf dem Konto für Verkaufserlöse. Es gab zwei Habenbuchungen auf dem Konto für Erlösschmälerungen. Und was Sie jetzt auch schon wissen sollten, immer dann, wenn es eben eine Buchung auf ein Nebenbuchkonto gab, gibt es auch eine entsprechende Buchung auf ein Hauptbuchkonto. Und die Buchung im Hauptbuch erfolgt auf das entsprechende Abstimmkonto. Das ist in unserem Fall dieses Konto. Und auch hier finden wir die entsprechende Habenbuchung. Diese Buchungen übertragen wir jetzt auch wieder in unsere T-Kontensicht. Also, was haben wir gesehen? Zum einen gibt es im Nebenbuch eine Habenbuchung auf das Konto von The Bike Zone über den Betrag 5.605 US-Dollar. Zu dieser Buchung gibt es eben eine entsprechende Habenbuchung auf dem Abstimmkonto. Das ist das Konto mit der Nummer 110.000. Des Weiteren gibt es eine Buchung über 6.000 US-Dollar auf der Sollseite des Kontos für Verkaufserlöse. Und es müssen natürlich auch die entsprechenden Rabatte berücksichtigt werden. Die entsprechenden Rabatte werden auf das Konto Erlösschmälerungen gebucht auf der Habenseite und die finden wir hier. Das sind zwei Buchungen, das ist einmal 100 US-Dollar und einmal 295 US-Dollar. So, und damit haben wir jetzt diesen ersten Beleg, nämlich die Debitorengutschrift, das Buchen der Debitorengutschrift in unsere T-Konten übertragen. So, und dass man das jetzt etwas besser wieder zuordnen kann, habe ich hier die entsprechenden Buchungen mit einer kleinen 4 markiert und eben auch der entsprechende Schritt im Prozess, der zu dieser Buchung geführt hat. Das nächste, was wir jetzt übertragen in die T-Kontensicht, ist die Buchung des Zahlungsausgangs. Also
diese Buchung, die dazu geführt hat, dass der Buchhaltungsleg hier ausgeziffert ist. Wie finden wir diesen Beleg? Es gibt zwei Wege. Entweder könnten wir über das Debitorenkonto des Debitors gehen oder wir nehmen den Weg über den Beleg und über die Belegposition. Und hier haben wir den entsprechenden Ausgleichsbeleg. Wenn ich jetzt hier drauf doppelklicke, landen wir im entsprechenden Beleg in der Erfassungssicht. Ja, und da sehen wir, dass durch diese Zahlung zwei Konten gebucht wurden. Das ist nämlich einmal das Bankkonto und einmal das Nebenbuchkonto von The Bike Zone. Einmal auf der Habenseite, einmal auf der Sollseite. Wenn wir hier auf die Hauptbuchsicht wechseln, sehen wir außerdem, und das sollte Sie jetzt auch nicht überraschen, dass immer dann, wenn das Nebenbuch gebucht wird, auch das entsprechende Konto im Hauptbuch, das als Abstimmkonto hinterlegt ist, bebucht wird. Also drei Konten wurden jeweils mit dem Betrag 5.605 US-Dollar bebucht und die übertragen wir jetzt auch wieder in unsere T-Kontensicht. Also, was ist erfolgt als nächstes mit der Buchung des Zahlungsausgangs? Mit der Buchung des Zahlungsausgangs wurde das Nebenbuchkonto von The Bike Zone auf der Sollseite gebucht. Außerdem wurde das Bankkonto um den entsprechenden Betrag auf der Habenseite gebucht. Und zu guter Letzt wurde natürlich auch noch das Abstimmkonto genauso gebucht wie das Nebenbuchkonto, nämlich mit den 5.605 US-Dollar. So, und jetzt durch die kleine 5 hier und auf den Konten auch markiert, welcher Schritt in unserem Prozess dazu geführt hat, dass die Konten entsprechend bebucht wurden. So, der letzte Schritt, der jetzt zu einer Buchung im Finanzwesen geführt hat, den haben Sie ganz am Ende des Prozesses durchgeführt, bei mir in der Grafik ist er ein bisschen früher, ist die Umbuchung. Was ist bei der Umbuchung erfolgt? Wenn Sie sich erinnern, war der Wareneingang dieser zwei Fahrräder, die retourniert wurden, nicht direkt im frei verfügbaren Bestand, sondern diese Fahrräder waren zuerst im Retourensperrbestand. Und erst in dem Moment, wo diese Fahrräder vom Retourensperrbestand in den frei verfügbaren Bestand umgebucht wurden, erst in dem Moment wird auch ein entsprechender Buchhaltungsbeleg erzeugt. Dass die Buchung des Wareneingangs bei einer Retour noch nicht zu einer Kontobuchung führt, sehen Sie auch, wenn Sie sich die Belegübersicht anschauen. In der Belegübersicht finden wir hier den Wareneingang zur Retour und wir sehen, die hat den Wert 0 US-Dollar. Da die Ware erstmal in den Retourensperrbestand gebucht wurde, hat sich jetzt der Materialbestand des Unternehmens noch nicht erhöht. Erst nachdem die Ware kontrolliert wurde und durch eine Umbuchung frei verfügbar gemacht wurde, wurde auch der entsprechende Betrag wieder auf die entsprechenden Konten im Finanzwesen gebucht. So, wie finden wir jetzt diesen Beleg? Diesen Beleg finden wir jetzt, indem wir in der Materialwirtschaft nach einem entsprechenden Materialbeleg suchen. So, und die finden wir unterhalb der Bestandsführung, finden wir die Materialbelege. Gehen jetzt in die Transaktion zum Anzeigen eines Materialbelegs. Der Materialbeleg, den wir suchen, der gehört zum Material DXTA 1000. Jetzt schauen wir mal, was wir da finden. Ich habe jetzt gerade nichts gefunden, weil ich andere Selektionsfelder gefüllt hatte, unter anderem den Kundenauftrag. Die lösche ich jetzt mal. Jetzt schauen wir, welches Materialbelege wir hier finden. So, und jetzt finden wir hier eine ganze Reihe von Materialbelegen. Welches ist jetzt der richtige? Am einfachsten würden wir das zum Beispiel über das Buchungsdatum feststellen. Und wir sehen hier zum Beispiel, dass es einen Materialbeleg gibt, der zwei Positionen hat. Das ist dieser hier, der auch die entsprechende Bewegungsart hat. Das ist unser Umbuchungsbeleg. Wenn wir den jetzt anschauen, können wir hier, wie immer, auf die entsprechenden Rechnungswegenbelege
navigieren. Und in den Rechnungswesenbelegen findet man jetzt eben die entsprechenden Buchungen, die durchgeführt wurden, nämlich eine Buchung von 2.800 US-Dollar auf der Sollseite des Materialkontos und von Minus oder und eine Habenbuchung auf den Herstellungskosten. Ich wechsle hier nochmal auf die T-Kontensicht, also zwei Buchungen, einmal 2.600 US-Dollar auf dem Materialkonto, auf der Sollseite des Materialkontos und entsprechend 2.600 US-Dollar auf der Habenseite der Herstellungskosten. So, und auch hier habe ich die entsprechenden Buchungen jetzt wieder markiert mit der kleinen 6 und auch hier in der Übersichtsgrafik. Und damit haben wir jetzt auch alles das, was passiert ist im Rahmen der Retourenverarbeitung auf den Konten in den Haupt- und Nebenbüchern repräsentiert. Ja. Und was da alles mittlerweile gebucht wurde durch die Prozesse, die sie durchgeführt haben, sehen wir eben hier. Also, wir haben jetzt schon einiges an Buchungen auf unseren Konten erstellt. Und das war es jetzt auch an der Stelle, was wir uns an Details zu der Komponente SD anschauen. Ich habe Ihnen heute nochmal gezeigt, wie sehen Stornos aus, wie passiert das. Wir haben uns nochmal im Detail angeguckt, wie der Retourenprozess aussah, welche Parameter den Retourenprozess steuern und auch welche Buchungen erfolgt wurden. Im nächsten Video starten wir dann mit der Komponente Materialwirtschaft. Bis dahin, auf Wiedersehen und bis bald.